Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hardvest mit mir, dem Baldur. So, wir haben die Stadt der Toten hinter uns gelassen, beziehungsweise die Stadt der Leichen zur Stadt der Toten gemacht. Oder einfach schlicht und ergreifend zu einer Geisterstadt. Und haben noch einen alten Kopfgeldjäger mitgenommen, der uns empfohlen hat, zum alten Eremiten zu gehen, um unseren Fluch loszuwerden. So, und dann sehen wir aber erstmal hier hinein, was wir denn da haben. Gewehr mit Zielfernrohr. Hier haben wir Mittel. Entschuldigung. So, wie sieht's bei ihm aus? Mittel 5, 9. Wie ist denn das eigentlich? 4, 1, nein, das ist... Das lassen wir. So, Kartenmenü. Er hat Kreuz, Ass, Verhexung. Deine Schüsse füllen das Glück der Gegner nicht wieder auf. Da bin ich dafür. Serienkiller. Töte einen Gegner, um die Chance zu erhalten, einen weiteren zu töten. Und noch einen, und noch einen, noch einen. Das finde ich schon mal gut. So, was haben wir hier? Verkleidung. In der Vorbereitungsphase wirst du von den Gegnern ignoriert. Ja, das passt zu dem Bestatter. Schließen und auf zum Eremiten. Aus der schäbigen Hütte des Eremiten Impus stieg eine dünne Säule beißenden Rauchs auf. Er war allein und nuschelte leise vor sich hin. So, wir erzählen dann mal von unserem Fluch. Als der Bestatter mit seiner traurigen Geschichte fertig war, schwieg der Eremit lange. Dann sprach er endlich. Der Fluch sei stark, meinte er. Empus würde ihn nicht alleine bannen können. Und er brauche Zeit, um mehr darüber zu erfahren. 2 Tage sollten genügen. Okay, wir sollen dann 2 Tage warten und kaufen auf der Tabaklobby mindestens 12 Beutel Tabak. Ja, haben wir irgendeine andere Wahl? Sieht nicht danach aus. Ja, dann heißt's auf zur Plantage. Der Tabak von Brian Coles Plantage war berühmt für sein schimmliges Aussehen und sein intensives Aroma. Geheimnisvoller Geldverleih. Ja, handeln. So, wir wollen... Egal, holen wir einfach mal alle. Na, reicht für genau 100 Hunde. Zack, bestätigen. Handeln. Sehr schön. Schließen und dann verkaufe den Tabak in der Stadt. Ha, wieso Städte aus dem Boden wachsen? Die Siedlung war eine Ansammlung windschiefer Bretterhütten. Die Bewohner Falltowns waren ein ebenso seltener wie trostloser Anblick. Dann handeln wir doch mal. Zack, zack, zack. Na, da haben wir doch gleich mal ordentlich Gewinn gemacht. So. Geh in den Saloon und heure einen Schützen an. Jep, das haben wir schon. Der Bestatter ging in den Saloon. Im Saloon hingen sämtliche einheimische Halunkenbanditen und Irren herum. Es war der ideale Ort, um neue Leute für den Trupp zu finden. Ne, ich habe lieber zielsichere Leute. Somit heuern wir Johnson an. Ein flinker Kämpfer, aber nicht sehr stark. Johnson war ein trauriger Mann, der sich zu gut an die Sklaverei erinnerte. In dieser turbulenten Zeit hatte er seine Reflexe trainiert und mit Glück überleben können. So, geh wieder in die Geisterstadt und hol Harringtons Lebensmittel. Jawohl, das machen wir dann mal. Auf in die Geisterstadt. Oswald holte etwas zu essen aus seinem verlassenen Haus. Sie waren bereit, ihre Reise fortzusetzen. Essen musst du jeden Tag. Um gesund zu bleiben, braucht jeder Charakter eine Portion Nahrung. 2 Portionen machen ihn kräftiger.
Wenn ein Charakter eine Mahlzeit auslässt, wird er hungrig. Bekommt er am nächsten und am weiteren Tag nichts, wird er schwach. Hungernde Charaktere brauchen zur Wiederherstellung ihrer Kraft 2 Portionen Nahrung. Okay. Das ist ja ein richtiges Management-Tool. Naja, was will man machen? Müssen wir durch, ob wir wollen oder nicht. So, fortsetzen. Der Bestatter saß zwischen den Gräbern seiner Freunde und Feinde. Sein Gebet war nicht religiös, eher eine düstere Betrachtung seiner Vergangenheit und Gegenwart. Was ist denn da unten? Ach, wir schnitzen etwas in der Schreinerei. Er dachte an einen Adler. Wir brauchen erstmal Holzbündel. Okay. Dann verlassen wir das Ganze mal. Hier unten ist bestimmt der Waffenschmied. Ja, da haben wir die Schnapsbrennerei. Da haben wir das Sägewerk, da bekommen wir Holz her. Okay, da haben wir eine Karawane, da können wir auch noch handeln. Ja, das da sieht doch mal potenziell sehr gut aus. Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal zur Karawane, um da mal ein paar Sachen noch zu verkaufen. Ah, und da oben sieht man sogar, wie viele Essensportionen wir haben. Wir sind 3 Leute, das heißt 5 Portionen pro Kopf. Das heißt, wir kommen entweder 5 Tage durch oder sogar nur, ja, ich sag mal so, 2,5, wenn man 2 Portionen pro Tag isst. Sagen wir, das Kartenmenü. Ah, mehr Karten, schauen wir doch mal. Hier haben wir um die Ecke schießen, das passt doch super zu ihm hier. Pick 9, erhalte dämonische Stärke. Könnte auch er gebrauchen, denke ich mal. Und hier haben wir die goldene Kugel. Die goldene Kugel, das ist doch was für unseren Bestatter. So, und dann können wir hier ein paar Sachen mal noch verkaufen. Die Essensportion müssen wir behalten. Blutbeere. Würfen dann darauf, diese Beere verbessert das Glück und die Verteidigung. Ah, das sind Elixiere. Das ist ein Elixier, so rum. Nee, Opium. Raus damit. Brauchen wir nicht. So, Kokablätter haben wir. Verbesserung. Elixier der Vitalität gewährt. Ja, das hört sich doch schon viel besser an. Hier haben wir verbesserte Bewegung. Gewährt einen sofortigen Glücksschub. Ach du, der hat ja gar nichts. Außer dem Taschenrevolver. Ich könnte ihm jetzt das Gewehr hinein. Nein. Lass mal anders. Das kommt weg. Dann gehen wir doch nicht zuerst zur Karawane, sondern zuerst zum Waffenschmied. So, der Tag geht zu Ende und das Lager ist aufgeschlagen. Zeit für die Essensausgabe. Du hast 15 Nahrungsportionen. Wer bekommt zu essen? Der Bestatter ist hungrig. So, wer ist hungrig? Ist hungrig. So, alle sind gesättigt. Also Schlafenszeit. Keine Rast den Bösen. Ja, damit kann man leben. Vielleicht nicht die besten Waffen zwischen Tennessee und Kalifornien, aber die tödlichsten dieser Gegend. Damit kann ich leben. Blutbeere weg, weg. Weg. Es gibt ja nur 40. Das ist irgendwie ein bisschen frustrierend. Weg. Boom, 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 boom. Arone, weg. Ja, weg. Hier sind wir bei 148. So, eine Harmonika-Pistole. 4 Munitionszähne. Nee, das brauchen wir nicht. Wegschießer, Wildwest, Lancaster-Pistole. Schnell zu verlieren. Ja,
Nee. Macht nur 3 Schaden, da bin ich dagegen. 8 Schaden, aber nur ein Schuss. Bei mittlerer Entfernung. Das sollte ich mir tatsächlich beim Hinterkopf behalten. Weil je nachdem, was für einen Gegner man hat, sind die 8 Trefferpunkte schon definitiv von Interesse. So, 85 wären mir 50 kurz. Na. Ah, okay. Sechs, zwei und ihr habt 4. Ach, das ist ja. Jungs. Ist ja quasi für die Tonne, was er hier hat. Also ich denke, die Muskete bekommt er mal auf jeden Fall. Was heißt, ich denke. Natürlich kriegt er die. 4-10. Warum ist die billiger als der 6-Schüsse? Obwohl gleicher Schaden. Sie hat ja einen höheren Vorteil sogar. Weil dann macht es keinen Sinn, dass ich ihm was anderes gebe. Er kriegt dann halt die Harmonika. So, und hier hätten wir noch panzerbrechende Munition plus 1 Schaden. Da würde ich ehrlich gesagt lieber sogar noch abwarten, einfach mal bestätigen. Handeln. Was wir eventuell noch bekommen. Aber jetzt erstmal zack und zack. Und einmal das Elixier der Vitalität. So, dann gehen wir doch mal schauen. Was habe ich gebraucht? Brauche ich da eigentlich unterschiedliches als um die Sachen herzustellen? Ne, einfach nur Holzbündel. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt mal zum Sägewerk. Schnapsfabrik brauchen wir erstmal nicht. So. Das Sägewerk wurde geleitet von Malcolm Topper, einem wortkargen und schrulligen Mann. Wen die ekligen Geräusche nicht störten, die er beim Ausspucken durch die Zähne machte, der kam mit ihm ins Geschäft. So. Holzbündel, 20 Mar. Oh, holen wir einfach mal 6 Stück mit. Das wären dann 18. Das heißt, wir geben ihm 18. Und handeln. So, dann wieder zurück zur Geisterstadt. So, und dann schließen wir was zu machen. Der Adler. Ich mag Adler. Es dauerte ein paar Stunden. Die Figur war zwar klein, sollte aber perfekt gearbeitet sein. So, ich glaube, das ist nämlich was, was wir uns dann... Ja, plus 5 Ziel. Da bin ich doch dafür. Schließen. So, dann machen wir noch etwas. Machen wir mal Symbol der Schnelligkeit, Ausdauer, der guten Sicht. Ja, dann auf der Geier. Fortsetzen. Jawohl, Ende. Hungrig. 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 Und schlafen. So, fortsetzen. Dem Eremiten einen Besuch absetzen. Können wir gerne machen, aber zuerst machen wir noch eine Figur. Guten Sicht oder ne? Lieber Treffsicherheit. Davon habe ich irgendwie mehr. So, denn dadurch wird das Zielen erhöht. Er hat Zielen 50, dann bekommt er. Die hat 55 und er bekommt dann die Geierfigur und kann ein bisschen besser sehen. So, oder wir machen es doch andersrum. Weil ich sehe nämlich gerade, dass er hier schon Zielen recht hoch hat. Dann bekommt er das bessere Sehen und er das bessere Ziel.
So, dann auf zum Eremiten wieder mal. Aus der schäbigen Hütte des Eremiten, Impus, stieg eine dünne Säule beißenden Rauchs auf. Er begrüßte die Gruppe mit müder Stimme und sagte, er wisse schon, weshalb sie kämen. Dann fragen wir mal, ob er weiß, wie man den Fluch bannen kann. Der Eremit richtete seine milchigen Augen auf den Bestatter. Er nannte drei Personen, die ihm helfen könnten. Die erste war die alte Näherin, eine Voodoo-Priesterin, irgendwo in den Sümpfen. So. Die zweite war Roter Coyote, ein Indianerschamane. Er war ein verdreißlicher Kerl, aber versiert in den Traditionen seiner Ahnen. Er lebte im Westen, am Fuß der Berge. Zu guter Letzt war da noch Reverend Ashmore, den seit einiger Zeit keiner gesehen hatte. Empus sagte, der Bestatter solle Jingle Tommy aufsuchen, den Besitzer der Opiumhöhle, um mehr zu erfahren. Okay. Wir sollen Roten Kojoten besuchen und in der Opiumhöhle nach dem Reverend uns erkundigen. Aber ich würde sagen, zuerst mal geht's kurz zur Karawane. Wir haben nämlich nur noch 9-mal Essen. Genau, der Bestatter besuchte die Karawane, eine zusammengewürfelte Truppe von Leuten, die nie lange an einem Ort blieben. Entweder suchten sie ständig neue Erwerbsquellen, oder die Einheimischen hatten ihre Gaunereien und ihre hohen Preise irgendwann satt. Trotz ihrer Fehler boten sie aber den besten Schnaps und Tabak sowie das beste Opium im Umkreis von 100 Meilen an. Okay, Essensportionen. Yay! 9 Stück, wir sind 3. Das heißt, wir könnten jeweils noch 3 Tage aushalten. Mache ich jetzt einfach vorsichtshalber nochmal 3 Portionen drauf. Dann haben wir wieder 12. Und haben auf jeden Fall 4 Tage Sicherheit. Das ist mir lieber. So, die Näherin. Die wissen wir gar nicht, wo die ist im Moment. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich mal kurz in die Schnapsfabrik soll. Da schauen, ob ich Schnaps kaufen kann und selbigen dann hier in der Stadt verkaufen. Das versuche ich mal. Schnapsfabrik. Die Brennerei stellte starken Whisky her, der nach nassem Hund schmeckte und brannte wie Gift. Ihr Wahlspruch war Ma McCarthy's Whisky. Ein echter Mann kann 6 Schuss davon vertragen und trotzdem weiß da schießen. Okay, so, wir können hier 6-mal Tabak kaufen. Jawohl. Opiumdosis. Ich hole die auch mal mit. Ich denke mir nämlich, dass man die in der Opiumhöhle gut verkaufen kann. Und Schnaps hole ich auch mal noch 5 Flaschen mit. So. 142, dann haben wir noch ein wenig Rest, falls was passiert. Handeln schließen und auf in die Stadt. So. Es ist Nacht. Bestatter ist, Harrington ist, Johnson ist und schlafen. Ein neuer Tag war angebrochen. So, wir wollen handeln. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das noch funktioniert. Ja. Tabak können wir für mehr verkaufen. Sehr schön. Und den Schnaps auch. Das ist schon mal sehr praktisch. Haben die denn irgendwas Interessantes? Stabiles Schuhwerk. Ah, die hätten noch Pistolen gehabt. Ein Okular. Plus 10 Zielen, plus 4 Sicht. Oh. Das ist ja eigentlich schon. Plus 5 Verteidigung. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, wir haben jetzt hier Angebotswert 88. Der kostet 60. Ja, das machen wir. 60
60. Er kriegt dann die Verteidigung. Er kriegt das Okular. Bam, 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 bam. Schuhwerk. Naja, Schuhwerk interessiert mich nicht. Die plus 5 Verteidigungen sind tatsächlich etwas, wo ich drüber nachdenke. Weil das ist nicht wenig. 5 Punkte sind 5 Punkte, so ist es jetzt nicht. Vor allem, da ja normalerweise hier schon mit so Sachen gegeizt wird. Ja, komm. Holen wir das noch mit, sind wir bei 80. So, hätten wir noch 8. Nee. Essen holen wir mit, wenn wir einfach mal Geld mit bestätigen. Handeln. Und mit dem Abschluss dieses Handelns, oder besser gesagt, dem Verteilen der Sachen hier gleich, er bekommt das und er bekommt das Cola. Beenden wir dann auch diese Folge hier. Was haben wir hier noch? Schattensalberiger, die Außenwirkung. Ah, klingt der Bestatter. beenden wir dann auch die Folge hier. Wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr euch das nächste Mal wieder seht. Lasst uns gerne mal einen Kommentar, Daumen hoch oder ein Abo da. Schaut doch mal in unsere anderen Projekte rein. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.